Die Zweiradbörse 2.0 ist eine unabhängige Werkstatt mit Verkauf. Wir bieten an Reparaturen jeglicher Art für Motorräder, Roller und so weiter. Bei uns ist jeder willkommen, egal ob jung oder alt, egal ob altes Fahrzeug oder neues Fahrzeug. Wir reparieren einfach alles. Hinter der Zweiradbörse stehen 10 vollmotivierte Mitarbeiter aus Werkstatt, Annahme und Verkauf. Ja, ich habe die Firma im September 2019 übernommen. 2020 wollte ich dann durchstarten, leider kam dann Corona, was mich natürlich in 2020 und 2021 gebremst hat. Und wir starten mit 2023 voll durch. Also meine Meilenstein für die Zweiradbörse ist ganz klar, ich will natürlich den Handel vergrößern, das heißt, ich will den Handel expandieren. Ich will mich da vergrößern, um eben den Kunden eine Vielfalt an verschiedenen Herstellern anzubieten. Ja, das, was halt heutzutage leider Gottes am Aussterben ist. Ja. Das besondere Flair bei mir in der Werkstatt bzw. Garage, das gibt so leider Gottes nirgends mehr. Ja. Bei der Zweiradbörse, da hängt relativ viel Herzblut drinnen. Ich bin 2004 als Lehrling reingekommen, habe mich eben bis zum Meister raufgearbeitet, jetzt natürlich auch Chef. Meine frühere Leidenschaft habe ich zum Beruf gemacht. Ich bin früher Motocross gefahren, was mir jetzt natürlich in der Technik und in der Werkstatt stark hilft. Die Werkstatt und die Verkaufsfläche erstrecken sich über 1000 Quadratmeter. Ist natürlich dreimal geteilt. Wir haben einen Werkstattenbereich, einen Annahmebereich und eben Abstellfläche, wo wir natürlich den Neufahrzeugverkauf jetzt integrieren. Natürlich auch eine Abstellhalle und das gleiche haben wir mal zwei unten als Tiefgarage, um eben den Kunden Einstellplätze für den Winter sicherzustellen. Momentan bin ich Haupthändler von Suzuki, das heißt, ihr könnt bei mir Suzuki-Fahrzeuge kaufen und natürlich auch jegliche Servicearbeiten bei mir durchführen lassen. Ich bin Servicepartner von Honda und der Piaggio Group und mein Meilenstein in puncto Verkauf ist auf jeden Fall größer zu werden und japanische Hersteller ins Boot zu holen. Da ich ja als Mechaniker da angefangen habe, steht immer die Qualität an erster Stelle. Deswegen setze ich eher auf Qualität statt Quantität, ja, also einfach Kundenzufriedenheit statt Massenabfertigung. Ja, das ist für mich das A und O. Ich will eine saubere Arbeit durch meine Techniker und die Kundenzufriedenheit steht für mich an erster Stelle. Ja. Der typische Zweiradbörse-Kunde ist schwer zu sagen, eigentlich jeder. Ja, egal ob jung, ob alt, egal ob Chopper, Motorrad oder Roller, wir reparieren einfach alles. Ja, all bikes are beautiful. Seid ein Teil meiner Zukunftsvision. Investiert jetzt.